Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadelle und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Können sie zurückkommen? Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Was soll ich machen? Ich werde Saren aufhalten. Sagen Sie mir, wie ich es anstellen soll. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Sovereign. Wenn die Reaper im Orkusnebel gefangen sind, wie ist dann die Sovereign hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Sovereign mehr als 50.000 Jahre im Überlebensschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadellsignal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Sovereign waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Leben im Orkusnebel? Die Reaper kommen aus dem Orkusnebel? Wie können sie da draußen überleben? Darüber gibt es nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. Offensichtlich können sie einen Überlebensschlaf von zehntausenden Jahren einlegen, bis sich wieder eine organische Zivilisation entwickelt hat. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Sie könnten einfach angreifen. Die Sovereign ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Sovereign ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereign könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereign kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Okay, dann müssen wir jetzt los. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn sie sich beeilen. Alles klar. Wir wissen, was zu tun ist. Ein großes Massenportal. Ein großes. Das ist echt was viel für eine kleine Dreiertruppe hier. Das kann ja was werden. Ich kann es nicht glauben. So viele Tote. Alles war umsonst. Die Proteaner sind den Reapern direkt in die Falle getappt. Genau wie wir. Gehen wir weiter.
habe nicht vor, wie sie zu enden. Wir sind noch nicht verloren. Leutnant Williams oder Colonel Williams. Nee, nicht Colonel. Das wäre zu groß. Immer weiter. Außerdem haben wir jetzt noch eine Datei, um die Citadel zu schützen. Saren! Habe ich gerade drei auf einmal weggeknallt? Das war ja gut. Oh, jetzt gibt's eine. Ei. Nein, normalerweise fahre ich ordentlich. Ich schwöre. Au. Ja, ich fahre ordentlich. Normalerweise. Immer dem Fluss nach. Ich habe das Gefühl, das geht bis ganz tief runter in. Oh, Jesus Christ. Aber ich kann auf dem Berg anhalten. Die Sovereign. Aus dem Weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, das zwiebelt so richtig schön. Wie hat er denn jetzt einen Panzer hier reingekriegt? Ich will es, glaube ich, gar nicht erst wissen. Da hat er mich erwischt. So. Wir bahnen uns den Weg durch Schlamm und Morast. Immer auf der Suche nach Saren. Ich werde ihn fangen. Oh, ich versuche es zumindest. Immer der Nase nach. Oh, oh. Das hat auf jeden Fall gescheppert. Saren, ich komme. Oh, oh. Ja, das war geplant. Kuckuck. So. Hier auch noch einen schön reinsemmeln. Ich muss sagen, hier unten gefällt es mir irgendwie. Bin auch recht monoton. Wurzeln und Co. Da fehlt noch der Greenpeace-Touch, ja? So, hier ein Bäumchen, da ein Bäumchen. Natürlich. Da, die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Jetzt geht's ab! Huah! Systeme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Ach so. Röhre wird geschlossen. Nein, nein. Nicht mit mir, my friends. Ja! Oh Gott, das Ding steuert sich wie so ein alter Schwamm. Angriff! Mir scheißegal, was aufge... Oh Gott, mein Reifen.
Versagen! Ich bin hinter dir her. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Dankeschön. Dies ist keine Übung. Angriff, wir müssen Saren stoppen. Schnell. Stoppen wir den lieben Saren. Tschalalalala. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Rüstung an, wir gehen raus. Das kann ja was werden. Die Sovereign ist da. Nichts wie rein hier. In die gute Stube. Nein! Au! Auf was feuert ihr da bitte die ganze Zeit? Da ist doch nichts. Hinter uns ist aber, glaube ich, was. Aua!